Wie kann ich aktiv aus dem Schattendasein heraustreten und bewusst und willentlich auf die Sonnenseite des Lebens gelangen? Und das geht. Man muss vergessen, was da hinten ist. Die Versagen, auch die Lorbeeren, den Lorbeeren welken. Lerne zu vergessen. Schleppe nicht den Ballast von gestern mit herum. Bring ihn ans Kreuz. Gib deine Lasten bei Gott ab. Empfange Vergebung und Neuwerdung. Zweitens, lerne zu vergeben. Wer nicht vergeben kann, lebt in Bedrückung und Bitterkeit und ist nicht frei für die Kreativität, die Gott in uns durch seinen Geist wirken möchte. Und heute Morgen möchte ich über das dritte Thema sprechen. Lerne Gott anzubeten. Lerne Gott zu loben. Das stellt einen Kontakt mit Gott her. Und den brauchen wir in diesem Leben. Schon im zweiten Buch der Chronik, in Kapitel 20, wird uns zur Hilfe und zur Ermutigung über die Macht des Gotteslobes etwas gesagt. Eine Übermacht von Feinden rückt gegen König Josaphat und sein Volk heran. Und als man Josaphat von dem bevorstehenden Angriff berichtet, ergreift ihm Panik und Schrecken. Er tritt vor alles Volk und bekennt, gegen diese Übermacht sind wir ohnmächtig. Wir können das nicht alleine schaffen. Wir brauchen Gottes Beistand. Und Josaphat, der Regent und das ganze Volk, betet zusammen zu Gott. Und Josaphat, der König, und es ist gut, wenn man solche Leiter im Volk hat, erinnert das Volk an frühere Hilfen. Erzählt ihnen, was das Volk Gottes alles schon mit Gott erlebt hat und baut damit ihren Glauben auf. Er sagt zwar, gegen diese Übermacht können wir nichts ausrichten. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir sind am Ende unserer Kraft. Und dann bekennt er, darum, Gott, blicken wir auf zu dir. Wenn der Ausblick trübe ist, wage den Aufblick. Und Gottes Antwort kommt. Und hier ist ein Mann in der Bibel, der ist inspiriert von Gottes Geist. Er ist ein Prophet. Und als sie alle zu Gott schreien, Josaphat und das ganze Volk, da tritt dieser Prophet auf und sagt, hab keine Angst. Oh, sind das gute Worte. Hab keine Angst. So begrüßte Jesus oft seine Jünger. Hab keine Angst. Ich bin da. Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst nicht alleine durchs Leben treiben. Ich bin da. Erschreckt nicht vor der Übermacht. Diesem scheinbar unbezwingbaren Problem. Hab keine Angst. Der Kampf ist nicht der eure, sondern er ist meine Sache, spricht Gott. Ich sorge für dich. Ich bin an deiner Seite. Rechne mit meiner Hilfe. Werde aktiv und vertraue mir. Er führt uns nicht in die Untätigkeit. Er sagt nicht, setz dich hin und dreh die Däumchen und die Wunder werden vom Himmel regnen. Er sagt, zieht ihnen entgegen und seht, wie ich euch den Sieg gebe. Als dieses Wort zu Josaphat und zum Volk kommt durch den Propheten, da bringt sie eine bestimmte Reaktion. Josaphat kniet nieder vor allem Volk, bekennt er, ich anerkenne die Größe unseres Gottes. Er beugt sich zur Erde, er fällt nieder und die Bibel sagt, und das ganze Volk warf sich anbetend vor dem Herrn nieder. Und dann kam City Praise, da steht geschrieben, die Sänger erhoben sich und priesen Gott mit machtvollem Gesang. Das gefällt mir. Ich liebe diesen Gottesdienst, weil hier richtig gesungen wird. Da murmeln nicht ein paar Leute vor sich hin, sondern man hört den Gesang des Volkes Gottes und das inspiriert. Die Tempelsänger setzen sich an die Spitze des ziehenden Heeres und sie singen ein wunderbares Lied. Dankt dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Das ist das schönste Lied, das in der Bibel zu finden ist. Kurz und knackig.
Dank dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Das ist, was Paulus schreibt. Niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus erschienen ist. Wir sind Geliebte, sag mal Amen. Im Neuen Testament gibt es eine ähnliche Geschichte. Paulus und Silas sind wegen ihres Glaubens in Gefangenschaft geraten, in einem antiken Loch. Und in dunkelster Stunde ergeben sie sich nicht der Depression, dem Selbstmitleid und der Resignation. Sie besinnen sich auf ihren Auftrag. Er hat sie beauftragt. Und das wird ihnen bewusst. Wir sitzen hier wegen unseres Auftrags. Wir haben keine Bank ausgeraubt. Wir haben niemanden überfallen. Wir glauben nur an Jesus Christus. Deswegen sitzen wir hier. Und er ist unser Auftraggeber. Und er wird uns Sieg schenken. Und das motiviert sie. Und um Mitternacht, als es am dunkelsten ist, fangen sie gemeinsam laut an, Loblieder zu singen. Gemeinsam laut Loblieder. Und die Bibel sagt, alle Gefangenen im Gefängnis hörten zu. Sie hörten nicht nur, sondern sie hörten zu. Sowas waren sie nicht gewohnt. Sie waren verdutzt. Jammern und Klagen und Fluchen und Zoten, das waren sie gewöhnt im Knast. Aber dass Leute anfangen, über Gott zu singen im Gefängnis, das war schon sehr ungewöhnlich. Das war etwas vollkommen Neues im Knast. Und deswegen hörten sie zu. Und es ist wunderbar, nicht die Gefangenen bestimmen die Atmosphäre, sondern zwei gläubige Menschen bestimmen die Atmosphäre in diesem großen Gefängnis. Wer bestimmt die Atmosphäre in deinem Leben? Das war die Atmosphäre im Gefängnis. Sogar der alte Haudegen, dieser römische Gefängnisdirektor, der kampferprobte, harte Kerl, kommt zur Bekehrung mit seiner ganzen Sippe und lässt sich taufen. Weil zwei Leute die Atmosphäre bestimmten. Singen hilft. Dieser Tage habe ich die Geschichte von Hazel gelesen. Hazel liebte Musik und sie sang gerne einfache Gospelsongs. Sie wollte sich einem Kirchenchor anschließen und sie kam nun zum Vorsingen. Hazel konnte weder Noten lesen, noch konnte sie den Ton treffen. Und deswegen wurde sie abgelehnt. Und dann verfiel Hazel in richtigen Depressionen. In ihrem Leben schien alles in Schräglage zu sein. In jungen Jahren hatte sie die Karriere aufgegeben, um sich der kranken Mutter zu widmen. Sie pflegte ihre schwerkranke Mutter. Für Dating und spaßige Partys hatte Hazel keine Zeit. Und so blieb sie in ihrem Leben Single. Nun feierte sie einen runden Geburtstag und sie dachte über die vergangenen Jahre ihr Leben nach und es sah so aus, als wäre das Glück an ihr vorübergezogen. Sie hatte weder einen Lebenspartner, noch hatte sie Kinder, noch würde sie jemals das Lachen von Enkelkindern zu hören bekommen. Und obwohl sie Musik liebte, war sie so unbegabt, dass sie noch nicht einmal für den Kirchenchor taugte. Und so saß sie einsam im vierten Stock des Hochhauses in einem Einzelzimmer-Apartment an einer lauten Großstadtstraße. Das Gebäude war heruntergekommen. Zumeist ältere Leute, die von Sozialhilfe lebten, bewohnten das Gebäude. Und eines Tages zog ein bärtiger, tätowierter Muskelprotz ins Gebäude. Viele der Bewohner bekamen es mit der Angst zu tun und bauten extra Sicherheitsschlösser ein. Niemand grüßte diesen Mann, denn niemand vertraute diesem Mann. Jemand wagte es laut zu denken, er sagte, jetzt haben wir ein dickes Problem.
Wenn erst mal eine solche Gestalt ins Haus einzieht, dann dauert es nicht lange und er bringt andere Kollegen mit und dann geht es uns aber hier wirklich schlecht. Und so zog Angst ins Haus ein und bestimmte die Atmosphäre. So ging das mehrere Wochen. An einem Abend kam Hazel spät nach Hause. Es gab keinen Fahrstuhl in diesem Haus und so stieg sie langsam, schwer atmend, die Treppen nach oben, als sie plötzlich im Dunkeln eine verdächtig aussehende Gestalt in der Ecke kauern sah. Sie huschte vorüber. Sie wollte flüchten in ihr Apartment. Aber um sich selber zu ermutigen, fiel ihr nichts Besseres ein, als ihr Lieblingslied zu singen. Das war laut und wie immer schräg. Aber sie fing an zu singen. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. Ein Hit der 50er Jahre, die Älteren unter euch können sich vielleicht noch erinnern. Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf hoch und fürchte dich nicht vor dem Dunkeln. Und dann sang sie weiter. Hold your head up high, walk on with hope in your heart and you will never walk alone. Geh weiter, halte deinen Kopf hoch, immer weiter vorwärts mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Inzwischen hatte sie erleichtert ihr Apartment erreicht und schloss schnell hinter sich die Tür zu und dann setzte sie sich erschöpft hinter die Tür und lauschte. Aber nichts Verdächtiges war zu hören und allmählich schlief sie sitzend ein. Beim Erwachen am nächsten Morgen sah sie neben sich ein Stück zerknittertes Papier, das unter der Tür durchgeschoben worden war. Es war von dem gefürchteten, wild aussehenden jungen Mann. Und so nahm sie das Papier und sie las langsam die gekritzelten Worte. Dann las sie die Notiz noch einmal und noch einmal und sie las die Worte. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber danke. Danke, dass Sie letzte Nacht für mich ganz persönlich gesungen haben. Ich hatte aufgegeben. In dieser Nacht wollte ich mich umbringen, meinem Leben ein Ende setzen. Und gerade als ich den festen Entschluss gefasst hatte, kamen sie an mir vorbei und sangen laut, When you walk through a storm, hold your head up high. Wenn du durch den Sturm gehst, halte deinen Kopf hoch. And you will never walk alone. Und wirst niemals alleine gehen. Ich schrieb weiter, bevor ich in eine andere Stadt abreise, wo ich eine große Chance für Arbeit sehe, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie heute Nacht ein Leben, mein Leben, gerettet haben. Danke für Ihr Lied und nochmals danke an Goodbye. Wow. Ein Lied bestimmte die Atmosphäre, veränderte die Atmosphäre und rettete ein Leben. Eine unbedeutende Person, die noch nicht einmal singen konnte, rettete ein Leben. Das Leben Hazels erfuhr von diesem Tag an eine Wende. Ihr Dasein war nicht mehr sinnlos und nicht mehr unbedeutend. Sie hatte mit einem Lied der Hoffnung und des Glaubens ein Menschenleben gerettet. Jetzt war sie wer? Ihr Leben erfuhr eine Veränderung, als sie das Leben anderer Menschen veränderte. Das ist ein Geheimnis. Dreh dich nicht nur um deine Achse, investiere dein Leben in das Leben anderer und rechne damit, dass du nicht alleine bist, sondern dass Gott an deiner Seite ist. Gott ist da. Gott ist an deiner Seite.
Als Mitarbeiter des lebendigen Gottes sind wir aufgerufen, Gott zu loben und ihm Anbetung zu bringen. Um ein Missverständnis von vornherein zu klären, Gott ist nicht auf unser Lob angewiesen. Jemand sagte zu mir einmal, ach, ich finde das albern, ihr müsst dauernd euren Gott loben, euer Gott hat es wohl sehr notwendig. Und da sagte ich zu ihm, Pech, du hast es nie verstanden. Gott hat es nicht notwendig, gelobt zu werden, aber wir haben es nötig, ihn zu loben. Denn wenn wir ihn loben, erfahren wir seine Gegenwart. Wir blicken weg von unseren Problemen und orientieren uns an ihm und empfangen neue Kraft und neuen Mut durch seinen Geist. Wir haben es nötig, Gott zu loben. Deswegen steht im Psalm 113, lobt den Herrn, ihr Diener des Herrn. Lobt den Namen des Herrn, gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Da ist eine Aufforderung und jeder Satz ist mit einem Ausrufezeichen versehen. Tu es! Tu es, das ist, was das Ausrufzeichen sagt. Tu es, fange du an zu singen, fange du an Gott zu loben und du wirst deine Atmosphäre bestimmen in deinem Leben. Die Großen der Bibel wussten um die Gegenwart Gottes und sie suchten sie in der Anbetung. Ich habe zu Eingang den Text gelesen von Moses, wo er sagt, Herr, wenn du nicht mitgehst, gehen wir nicht ins Land der Verheißung. Wir wollen nicht das verheißene Land, wir wollen deine Gegenwart haben. Das ist das Entscheidende. Deine Gegenwart. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war das Gebet des Mose. Und David, als er schrecklich gesündigt hatte, sich schrecklich vergangen hatte, ruft er den Allmächtigen an, schaffe du Gott in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm du deinen Heiligen Geist nicht von mir. David wusste um die Gegenwart Gottes. Er hatte als junger Mensch die Herden des Vaters gehütet, dabei seine Lyra dabei gehabt und er sang vor Gott und spielte auf der Lyra. Und er spürte, wie die Gegenwart Gottes kam und ihm Kraft zufloss, dass er den Löwen und den Bären besiegen konnte, der die Herde angriff. Er lobte Gott und anerkannte die Macht Gottes, als er in den Kampf gegen Goliath ging. Er wusste um die Kraft des Gebets, um die Macht der Anbetung und des Lobes Gottes und um keinen Preis wollte er die Gegenwart Gottes verlieren. Deswegen sagt er, ich habe nur noch eine Bitte, Gott, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Einige seiner Lieder sind zeitlos und lohnen sich auswendig zu lernen. Jeder Gläubige sollte wenigstens Psalm 23 auswendig sprechen können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und sogar wenn ich wandere durchs dunkle Schattental, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und am Ende heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben. Im Hause meines Gottes immer da. Welche Worte! Millionen Juden und Christen wurden durch diese Worte getröstet und gestärkt. Lerne ihn auswendig. Psalm 23, Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 91, und im Schirm des Allmächtigen geht und an dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, du bist meine Burg. Gott, du bist mein Gott, auf den ich hoffe. Welche Worte! Sie birgen Kraft in sich. David ist ein Vorbild für Anbeter. Welch ein Bild hat wohl David vor Augen, als er Psalm 100 schrieb? Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Wir singen das oft in der Gemeinde. Es sieht frohe, aufgeschlossene, gläubige Menschen in Scharen im Tempel zusammenzuströmen, um Gott zu danken. Und das mit allen möglichen Instrumenten. Psalm 150 berichtet, was er da sieht, eine Instrumentalgruppe. Harfen, Posaunen, Pauken, Trompeten, Trommetten. Alles wird eingesetzt, um Gott zu loben und zu preisen. Und ich glaube, solch ein Gottesdienst ist attraktiv.
Und da als die Bundeslade zurückgebracht wird, die in die Hände der Feinde gefallen ist, ein Symbol der Präsenz Gottes, da vergisst der David alle Political Correctness. Und er bekommt Ärger mit seiner Frau Michal. Sie verachtete ihn, sagt die Bibel. Warum? David sah die Bundeslade kommen und er fing an, mit aller Macht zu tanzen und Gott zu preisen. Der König tanzt auf den Straßen vor den jungen Mädchen, das war Michal zu viel. Sie verachtete ihn. Seltsam. Wenn jemand 6 Richtige im Lotto hat, dann steht er nicht da und sagt, danke, ich freue mich, dass ich 6 Richtige im Lotto hatte. Ich habe 3 Millionen gewonnen. Oh, toll. Wie würden Sie sagen, das ist mir Schucke. Gib die 3 Millionen mir und ich tanze auf der Straße. Habt ihr schon mal unsere Politiker beim Fußballspiel beobachtet? Beim Nationalspiel, wenn es um den Pott geht? Und das Tor, das entscheidende Tor fällt, da springt sogar unsere Bundeskanzlerin vom Platz. Und niemand sagt, sie ist verrückt, weil sie den Nächststehenden umarmt. Komisch. Und wenn es um Gott geht, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Psst, nicht laut sein. Wir sind in der Kirche. David betete Gott mit Intensität an, mit derselben Intensität, wie er Staatsgeschäfte verrichtete, mit derselben Intensität, mit der er in die Schlacht ging. Gott war für ihn das Wichtigste, das Entscheidende im Leben. Diesen Kontakt schätzte er über alles. Was ist das Geheimnis des Lobgesangs? Mein letzter Gedanke jetzt. Was ist das Geheimnis des Lobgesangs? Ein wunderschönes Bild, das der David zeichnet, da sagt er, Gott, du bist heilig. Du bist intronisiert auf den Lobgesängen deines Volkes. Unsere Vorfahren hofften auf dich. Sie hofften und du halfst. Sie hofften und du halfst. Du wohnst im Lobpreis deines Volkes, übersetzt es, glaube ich, Martin Luther. Sie hofften auf dich und sie wurden nicht zu Schanden. Gott wird intronisiert im Lobpreis seines Volkes. Da wird eine Atmosphäre geschaffen, ein geistlicher Raum geschaffen, in dem Gottes Geist Freiheit hat zu wirken. In einem wahren Lobpreis, der aus dem Herzen kommt, habe ich oft erlebt, werden Menschen befreit. Menschen werden gesund, geheilt. Es ist erstaunlich, was alles geschehen kann, wo Menschen in wahrem Lobpreis zu Gott stehen. Er wird intronisiert auf dem Lobpreis seines Volkes. Im letzten Buch der Bibel wird es Johannes auf Patmos vergönnt, durch den Korridor der Zeit hindurch zu blicken in den Thronsaal Gottes. Und er sieht Anbetung. Im Himmel wird immer noch der Ewige angebetet. Die himmlischen Wesen und die Ältesten mit ihren Kronen, sie fallen nieder und werfen ihre Kronen vor Gottes Thron und sagen damit aus, die Macht steht bei dir. Die Kronen, die du uns gegeben hast, sind Kronen deiner Gnade und nicht Kronen unseres Verdienstes. Ich wünsche, dass wir heute Morgen vom Träumen, vom Hören zum Zuhören kämen und vom Zuhören zum Handeln. Dass wir morgens aufstehen als Vorschlag, beugen unsere Knie vor dem Allmächtigen, halten unsere Hände hoch, das ist eine biblische Haltung, keine fanatische. Halten unsere Hände hoch und machen uns bewusst, God, I surrender. Ich übergebe mein Leben dir, es gehört dir. Ich diene dir, heute rechne ich mit deiner Gegenwart. Dein Tag wird anders verlaufen. Du bestimmst deine Atmosphäre um dich herum. Und du wirst entdecken, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.